Wir haben uns während der letzten Session zusammengesetzt und haben gesagt, wir möchten jetzt in der kommenden, eigentlich in der darauffolgenden Session gerne das Kunstpaar machen. Haben uns dann überlegt, wie könnte man sich denn da überhaupt bewerben, was muss man da überhaupt machen. Wir wussten es zu dem Zeitpunkt halt ehrlich gesagt nicht so genau. Haben mit unseren Ministern zusammengesessen, haben eine Bewerbung geschrieben, haben die Bewerbung ans Festkomitee geschickt und haben noch in der Session eine Information erhalten, dass wir gute Chancen hätten, das Amt übernehmen zu dürfen und haben dann nach der Session nochmal mit dem Festkomitee bzw. mit dem CCC zusammengesessen und diverse Dinge besprochen. Es wurden einige Kandidaten ja, gesichtet und wir kriegten dann schlussendlich das Okay, dass wir als Prinzenpaar der kommenden Session das Ganze machen dürfen. Und das Motto haben wir im Prinzip so vom CCC übernommen. Es war diesmal so, dass schon am Aschermittwoch das Motto für die kommende Session feststand und auch schon veröffentlicht worden ist. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nichts von unserem Glück, dass das Motto halt schon steht. Und so übernehmen wir das Motto und wir tun das Beste dafür, dass wir auch das Motto mitverkörpern können. Ja, wir kennen uns schon einige Jahre, sind befreundet über die Familie. Und ja, das war irgendwie vor 3, 4 Jahren, hat, glaube ich, deine Frau mich mal gefragt, ob ich denn Lust hätte, mal Prinzessin zu werden, weil seine Frau nicht gerne im Mittelpunkt steht. Und weil ich sowieso ganz Jeck bin und das schon immer mein Traum war, habe ich dann natürlich direkt zugesagt. Und so hat sich das in den letzten Jahren intensiviert, bis wir dann halt die Zusage bekamen, wir dürfen es endlich werden. Ja, das Komitee Krefelder Karneval ist natürlich sehr glücklich, in diesem Jahr ein Prinzenpaar präsentieren zu können, von denen die Leidenschaft für den Karneval an jeder mit jedem Satz spürbar wird. Sie haben sich sehr akribisch für die Sache interessiert, setzen das jetzt auch alles schon in dem Vorfeld mit sehr viel Einsatz, sehr viel Freude um. Sie haben sich einen Minister, eine Ministerriege gesucht, die einen sehr familiären Charakter hat. Und insofern kann man also da auch jetzt schon von ausgehen, dass die Chemie untereinander stimmen wird und auch nachhaltig den Krefelder Karneval mitbeleben wird. Dreifach Krefeld, Helau! Helau! Helau!